Herzlich willkommen hier live zur IGE in Schrecksbach. Der zweite Tag. Es ist katastrophal. Katastrophe, Freunde. Hier spielen sich dramatische Szenen ab. Der Favorit des Tages, des Wochenendes, Manuel Schad, hat massive Probleme. Was los ist, wir werden es erfahren. Herr Schad, was ist hier los? Waren Sie das? Herr Niklaus? Nein, also. Ich weiß nicht, das Moped geht nichts mehr an. Es geht nichts mehr an. Ist da was, nichts mehr da drin? In dem Tank vielleicht? Das ist voll. Guck doch mal nein, da. Schau. Das ist. Ja, okay, das ist nicht. Astral. Ist da nichts mehr da, wo drin hier? In dem Ding? Das haben wir auch geladen. Ja. Ich kann mir nicht helfen. Wie Sie sehen. Sehen Sie nichts. Sehen Sie nichts. Die Nähmaschine ist hin. Okay, jetzt haben wir alle im Ernst. Es ist gelaufen. Die Jungs sind gerade gestartet. Da unten, man hört es im nicht Hintergrund. Die. Nicht die Jungs da unten. Man hört es im Hintergrund, die Kiste geht einfach nichts mehr an. Wir haben alles versucht. Wir haben vorhin ein paar Aufnahmen gemacht. Vielleicht, wenn der Johannes kann er sie mit reinschneiden. Also nur für die, die es nicht wissen, was wir da gerade machen. Wir wissen nicht, ob die Zündung kaputt ist. Und deswegen habe ich nur Plus auf der Zündspule und Brückse einfach. Ah. Guckt zu wenig Litze raus, dass er Kontakt. Ja, sieht man. Aber das ist total schwach. Aber ganz auch. Ja. Ja, du bist ja auf dem Lackieren, ne? Nee, ja, schön, wenn du da, wenn man da drauf. Ne, sehe ich aber nicht so. Ja, 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 ja. Also ich kriege eine Chance und das Ding. Punkt. Ja, wenn du jetzt die Zündspulen einmixst? Ja, haben wir ja gerade probiert gehabt. Wir können auch mal versuchen, mit der zu starten. Ne? Den Zündkerzenstecker hat der Schaschi. Ja, dass wir den falschen noch draufstecken. Die Zündkerze ist auch da drüben, ne? Lang nochmal hin, Schaschi. Ja, halt, ich brauche. Du brauchst die Zwickzange, ne? Ach Mann, ey, und das kurz zum Start, ne? Das war dann laut und dann. Das kommt doch nicht alles wohl, das kommt wieder alles zusammen, ne? Wir haben einen neuen Hallgeber das letzte Mal eingebaut, weil er verglüht war, ne? Keine Ahnung, warum der Bock heute nicht angeht. Gestern Abend abgestellt. Ölwechsel, Luftfilterwechsel, an der Elektrik nichts gemacht, die ist bis gestern Abend gelaufen. Es nützt jetzt nichts mehr weiter zu schrauben. Alles durchprobiert? Alles, auf der Fehlersuche? Alles, was zündungstechnisch ist, man sieht es, das Riesenchaos. Man kann da auch mal festhalten, was um uns rum liegt. Ich glaube, ich habe ein halbes Motorrad mit dem Hänger. Auch wenn es jetzt laufen würde, dürften wir jetzt gar nichts mehr rein. Aber wir tun jetzt was für euch. Wir nehmen jetzt die GoPros mit auf die Strecke und halten irgendwas Gutes fest. Dann habt ihr wenigstens was davon. Bis dann. Alle noch eine Runde Mitleid für uns selber. Ja. Eins, zwei, drei. Warum tut ihr euch das an? Das ist in Ordnung, wir machen das freiwillig. Das freiwillig? Super, ja, das ist super Sport. Und wir unterstützen das vom Roten Kreuz. Oh, das ist cool. Viel Spaß dabei. Das ist doch ein Bock, oder? Der fährt mit 73 noch so Spaß mit. Aber guckt euch das an. Schaut euch das Loch an, was die da draußen vorne. Wird es nix? Schaut euch das an, das Mädel. Ey, klasse. Meinen Respekt. Hopp drüber, jetzt sehen dich alle. Der kleine Bast. Der kleinste von dreien. Technik Teil 2. Heute nach dem IGE-Rennen
Haben wir noch Holger da? Ja. Nochmal, habe ich ja vorhin erzählt, auch für dich. Ich habe dann immer wieder so, ich tue die Zweizylinder, Zweitakter so leidlich behandelt und deswegen stellen wir euch vor. Okay. Das ist natürlich jetzt kein Standardbike und deshalb muss ich den Holger auch fragen, ob er mir ein bisschen was über das Motorrad erzählt. Ja, also das Motorrad ist von 2012, der Motor ist von 1975, ein luftgekühlter Motor in so einem Chassis von einer YZF 450. Haben wir am Anfang des Jahres zusammengebaut, weil ich bin 4 Jahre lang Aprilia gefahren, da war dann zu langweilig. Immer wieder was relativ ohne Probleme damit zu fahren. Wir haben einfach eine neue Herausforderung gesucht, mal irgendwie so ein Moped zu bauen, unter 120 Kilo, Zweitakter und einfach zum Spaß haben. Und weshalb ein Zweizylinder? Wegen der Klasse dann? Ja, genau. Wir sind ja in der Klasse 5 hier bei der IGE. Das ist eine Zweizylinderklasse und deswegen ein Zweizylindermotor. Klar. Und was heißt wir? Bau deine Frau da mit? Nee, ich habe eine Firma. Ja. Holger Schmitter, Fun Cars and Bikes. Und wir bauen Prototypen und entwickeln Fahrzeuge für große Hersteller zur Serienreife. Und das ist einfach ein Spaßprojekt für mich, was unter Corona geboren ist als Schnapsidee. Alle haben gesagt, geht nicht. Ich habe gesagt, geht doch, machen wir. Und so haben wir das gemacht. Ich bin jetzt 3, 4 Läufe gefahren. Ich glaube, der 4. Lauf. Und einmal ausgefallen, der Rest lief eigentlich ganz gut. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Bike. Und wenn du das jetzt so extensiv verfolgst, kannst du mir bestimmt ein paar Daten sagen. Wie schwer ist das Motorrad? Der Motorrad ist leer, 118 Kilo. Boah, geil. Und ja, eben halt, ich habe 12 Liter Tankinhalt vorne und nochmal 3 Liter hier zum Zuschalten. Und zum Beispiel, vielleicht jetzt für die Interessierten, heute hat es den Haupttank komplett leer gesaugt und noch 1 Liter da hinten raus. Also es wäre sich nicht ausgegangen, nur mit 12 Liter zu fahren. Daher ist diese 15 Liter Sprit, die ich da drin habe, halt Usus. Also da sind wir irgendwo bei 135. Der Tank ist ein großer Tank von der Motocross noch, ne? Das ist ein großer Tank von der Rallye. Okay. Ja, also den habe ich gekauft von der Rallye-Maschine. Ja. Der hat 12 Liter. Und hier ist ein Karttank mit 3 Liter hinten. Cool. Dann eben halt zusammen vernetzt über einen separaten Schalter und eben halt ein Rückschlagventil, sodass ich alles aufmachen kann, ganz so lang fahren, bis kein Sprit mehr drin ist. Jetzt gehen wir mal darüber, bitte. Ich möchte mal wissen, was da so rausschaut. Warte. Holger, was sehe ich denn da? Was ist denn das? Ja, also wir haben natürlich den Motor aufgrund der Tatsache, dass das eben halt eine Seilzugkupplung war 1975. Damit kannst du heute kein Cross oder Enduro mehr fahren. Du hast keine Dosierung. Haben wir natürlich den Motor auf hydraulische Kupplung umgebaut und da dementsprechend eben halt alles angepasst und eben halt einen Kupplungskorb von der RD, TZ oder irgendwie sowas haben wir, glaube ich, genommen und dann eben halt mit entsprechenden Belegen, dass man das auch nicht dosieren kann und dass die Handkraft eben halt irgendwo innerhalb von einem gewissen immer noch schwer, aber gut. Ja, aber mit Seilzug geht ja gar Arm, nicht. Ne? Nee, geht nicht. Und abends legst du hier ins Bett, dann kannst du früh was tun. Ne? Ja, genau. Und luftgekühlt? Luftgekühlt, genau. Das ist klar. Wo ist die Airbox? Die Airbox ist wie bei allen YZF 450 unterm Tank, hier okay. Drunter. Ja. Dadurch geht auch die Ansaugung hier rüber. Also wir haben bewusst das Motorrad abgestimmt auf Drehmoment, nicht auf Leistung. Ja. Also man könnte da locker 65, 70 PS rausholen aus so einem Motor. Aber wir haben bewusst, sind wir hingegangen, über kleine Vergaser, 28er Vergaser, lange Ansaugwege, eben halt das Motorrad so abzustimmen, dass man halt ein paar Berge damit fahren kann. Was hier ja echt extrem wichtig war. Wie kommst du an den Luftfilter ran? Sitzbank hoch? Sitzbank muss man mit 2 Schrauben abmachen. Okay. Genau. Wie ist es heute gelaufen bei dir? Das war okay, also war auf jeden Fall ein gutes Rennen. Was hast du für Gefühl? Erster, zweiter, dritter? Keine Ahnung, ich glaube Zweiter. Zweiter. Ich meine, einer hätte mich mal überholt, aber ansonsten lief es ganz gut, ja. Ja, die Auffahrten, die waren knackig, ne? Ja. Aber ich finde, am schlimmsten war die Sicht, ne? Ja, die Sicht war schlimm und in den Abfahrten, in der ersten Abfahrt, habe ich festgesteckt, weil ich zu breit bin und musste mit den Füßen rudern, um wieder irgendwie mit den Rädern auf den Boden zu kommen. Also und gleiche Problematik wie die Boxer quasi. Ja, gleiche Problematik. Ja, man sieht doch, es ist ein bisschen... Wäre es möglich, die Abgasanlage nach oben zu verlegen? Kann man machen, auf jeden Fall. Wenn alles andere funktioniert, kann man das machen. Muss man halt nochmal 2.000 Euro investieren für so eine Aktion. Ne?
Ja, aber die Breite ist halt gegeben durch die Lichtmaschinendeckel und so weiter. Also wir kommen nicht viel schmaler, das ist halt einfach so. Ja. Ich finde es toll, dass du sowas gemacht hast und ich liebe diese Klasse und deswegen schauen wir auch mal, dass wir die Mengen unterstützen. Wir werden morgen hoffentlich noch ein bisschen Bikeporn machen können auf der Strecke. Du fährst morgen mit einem anderen Motor, oder? Ja, ich fahre morgen mit einem anderen Motor. Ich fahre mit einem E-Bike, ist komplett andere Baustelle. Also ich habe eigentlich die 2-Zylinder-Klasse nur dazu genommen, weil immer alle gesagt haben von meinen Kumpels, du fährst mit so einem E-Bike, so mit so einem Mädchenmotorrad oder wie auch immer. Und ich habe gesagt, wir machen alles von ganz hart bis ganz soft. Also insofern, ich fahre eigentlich alles. Ich würde auch eine Boxer fahren. Muss man uns mal unterhalten. Genau. Ich danke dem Holger fürs Interview. Ich danke euch fürs Zuschauen. Liked uns Instagram, Facebook und wo auch sonst. Es war geil, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Ja, danke, Mann. Ciao. Ciao.